Iwailo Schmidt, der unsichtbare Filmstar. Das Buch über 100 Jahre Dresdner Filmtechnik und Kinogeschichte. Wiederum ist uns ein Geheimnis entdeckt, der Tonfilm. Im Unrecht ist, wer sagt, ich glaube überhaupt nicht an den Tonfilm. Das laut werdende Wort passt sich der Bewegung des Sprechers nicht an. Gebärde, die im stummen Film überzeugt, wird im Tonfilm Papier. Mag sein, doch wir stehen erst im Anfang. Und welches Wunder der Technik wäre gleich im Anfang vollkommen gewesen. Geduld, Sie werden sich von der großen Möglichkeit des Tonfilms gleich überzeugen. Wird er das Theater verdrängen, fragt jemand, oder die Oper? Müßige Fragen. Was aus sich selber lebendig ist, stirbt nicht, auch nicht am Tonfilm. Im Gegenteil, die Kunst, immer stärker von der Technik bedroht, wird aus dem Stadion falscher Wettkämpfe scheiden müssen und sich energischer auf ihre Seele besinnen. Also dient der Tonfilm Unbeseelten, meine werten Schauhörer. Wem er dienen wird, das liegt allein bei uns. Naturgemäß werden zunächst Sensationsfilme über uns kommen, Ausprobierfilme, ehe sich die dem Tonfilm ureigene, durch eine schöpferische Wortgestaltung bedingte Kunstform herausgebildet haben wird. Aber schon begehrt man den Apparat für Wahlpropaganda, Predigt und Wissenschaft. Darüber hinaus könnte man sich dann sehr wohl denken, dass er dereinst noch schwierigere Aufgaben löst. Die Erziehung zum Menschen, zur höchsten Verantwortung. Wer hier redet, spricht nicht mehr anonym wie im Rundfunk. Man sieht, den man hört. Kürzlich wurde dies die vertausendfachte Persönlichkeit genannt. Ich würde sagen, das vertausendfachte Gewissen. Denn hier kann sich kein Redner verkriechen hinter bedrucktem Papier wie in den Zeitungen und Büchern. Hier ist ein Maß, das ihn richtet. Dieses Maß ruht in aller Augen, die ihn sehen, in aller Ohren, die ihn hören. Wenn der Tonfilm nicht gemissbraucht wird in der Interessensphäre einzelner Gruppen, sondern sich bewusst zum Botschafter des im Schützengraben erwachten Brudergeistes entwickelt, dann könnte er einmal Tribüne und Kanzel werden, von der ein Volk doch noch das Wort seiner Stunde hört. Mensch, Junge! Ist das ein Panorama, was? Nee, habe ich direkt Lust, Patron zu werden. Oh, fabelhaft. Patelki, komm auf der Runde. Und aufpassen, Schinkel. Komm für Sie. Ich mach mir Wort. Wir sind ausgegeben. Nein, nein. Nicht willkommen auf Spielfelde. Dämlich anstellen. Meine Damen und Herren, wenn Sie auf der Leinwand Szenen aus dem Tonfilmatelier sehen, stellen Sie sich sicher manchmal die Frage, wie ist es eigentlich möglich, Schall aufzuzeichnen und wiederzugeben? Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären, ohne dabei zu große Anforderungen an Ihre technischen Vorkenntnisse zu stellen.
Schall ist eine Bewegung der Luft, ähnlich der Wellenbewegung im Wasser. Auch eine tönende Metallplatte vollführt Schwingungen. Um Ihnen den Vorgang sichtbar zu machen, bestreue ich die Platte mit feinem Sand. Nun wird sie mit einem Bassbogen angestrichen und gerät in Schwingungen. Und wir können an der Gruppierung der Sandkörner deutlich den Verlauf dieser Schwingungen sehen. Die Gruppierung ist übrigens abhängig von der Form der Platte. Eine runde Scheibe zeigt ganz andere Klangfiguren. Nun kommen wir zu einer bekannten Form des schwingenden Stabes, nämlich der Stimmgabel. Gewöhnlich hört man die Schwingungen nur, ich will sie Ihnen aber auch sichtbar machen. Zu diesem Zweck schlage ich die Gabel an und schon wird die kleine Kugel von der Schwingung abgestoßen. Wenn wir die Stimmgabel durch eine stroboskopische Scheibe betrachten oder eine beruste Glasplatte unter hier hindurch gleiten lassen, bekommen wir eine grafische Darstellung der Bewegung, welche sie vollführt. Gegen Ende hat die Schwingung der Gabel abgenommen und die Geschwindigkeit der Platte zugenommen. Wenn ich nun von zwei abgestimmten Gabeln die anschlage, gerät auch die andere in Schwingungen. Es hat also eine Übertragung durch die Luft stattgefunden, und zwar in Form von Luftdruckwellen. Auf diese Schwankungen reagiert ein Mikrofon, dessen Schema ich Ihnen hier aufzeichne. Hinter einer Membran liegt ein kleiner Marmorblock mit einem Hohlraum, in welchen die Stromzuführungen hineinragen. Der Hohlraum ist mit Kohlekörnern angefüllt. Verändert nun ein Druck die Lage der Membran, so werden die Kohlekörner stärker zusammengepresst und verringern ihren elektrischen Widerstand. Hier sehen Sie so ein Mikrofon. Die Spannung entnehmen wir aus dem Akku und schalten ein Messinstrument in den Stromkreis ein. Wenn ein Druck auf die Membran einwirkt, steigt der Strom im selben Maße. Wir haben also ein Organ, um Schallstöße in elektrische Stöße umzusetzen. Auch Sprache ist nichts weiter als eine Aufeinanderfolge solcher Stöße. Die Glimmlampe gestattet uns nun, solche elektrischen Stöße in Lichtstöße umzusetzen. Über einen veränderlichen Widerstand führe ich der Glimmlampe eine regulierbare Spannung zu. Wenn ich nun die Spannung erhöhe, glimmt die Lampe stärker. Um diese Glimmlampe nun auf dem Film abzubilden, drehe ich sie erst einmal um 90 Grad, um aus der Fläche eine leuchtende Linie zu machen und dann ein zweites Mal, um diese Linie quer zur Filmbewegungsrichtung zu stellen. Diese an sich grobe Linie mache ich nun noch etwas feiner, indem ich eine Spaltblende davor stelle. Diesen Spalt projiziere ich nun mit Hilfe eines Objektivs auf den Filmstreifen, der sich in der Pfeilrichtung fortbewegt. Dadurch entsteht nach der Entwicklung ein gleichmäßig geschwärzter Streifen, die sogenannte Tonspur. Wird nun gleichzeitig durch Sprechstöne die Glimmlampe in ihrer Helligkeit beeinflusst und schwankt somit die Helligkeit des Spaltbildes, so ergibt das eine Tonspur mit wechselnden Schwärzungen, die sogenannte Intensitätsaufzeichnung. Wie Sie sehen, beansprucht die Tonspur nur 3 mm der Bildbreite. Die restlichen 21 mm werden später vom Bild angefüllt. Und nun zur Praxis. Hier ist die Tonkamera der Tobis. Aus der Kassette geht der Film über eine Zahntrommel und läuft dann über die Belichtungstrommel, auf welche mit Hilfe der Tonoptik das Spaltbild projiziert wird. Dann geht der Film weiter über eine Zahntrommel in die Empfangskassette, auf deren Kern er befestigt wird. Nach einem kurzen Probelauf wird die Kassette verschlossen und natürlich nur in der Dunkelkammer wieder geöffnet.
Auch die Tonkamera, lichtdicht verschlossen. Kamera. Der Kameramann gibt dem Bühnenarbeiter noch die letzten Anweisungen. Der Regisseur kontrolliert selbst noch einmal die Einstellung. Das Mikrofon steht schon bereit. Nun wird die schalldichte Haube über die Kamera gestülpt. Die Verbindung zwischen Bild- und Tonkamera durch Anschluss des Kabels hergestellt. Die Tafel mit der Szenennummer vorgehalten. Und jetzt Aufnahme los. Der Verstärker wird eingeschaltet. Bild- und Tonkamera sind elektrisch verbunden und fahren gemeinsam an. Wenn die Lampen verlöschen, laufen beide Apparate gleich schnell. Der Tonmeister kontrolliert nun die Szene im Kopfhörer und kann durch den Knopf rechts im Bild die Lautstärke der Aufnahme regeln. Er richtet sich aber auch nach den Ausschlägen des Aussteuerungsinstrumentes. Im Gegensatz zur fahrbaren Apparatur der Tobis sehen Sie hier den Hauptverstärker einer stationären Klangfilmanlage. Hier kann der Assistent während der Aufnahme das Spaltbild beobachten. So im Prinzip dasselbe. Zwei Kassetten, in der oberen wird der Film aufgewickelt und läuft an der Tonoptik vorbei. Nach der Aufnahme beginnt die nicht minder wichtige Arbeit im Schneideraum. Da der Film im Atelier natürlich nicht in der Reihenfolge gedreht wird, in welcher Sie ihn später sehen, die Dame hier hört mit Hilfe des Kopfhörers eine Szene am Abhörtisch ab. Der Film wird durch die Wiedergabeeinrichtung gezogen und genau da, wo ein Satz zu Ende ist, schneidet sie den Filmstreifen durch. Hier dagegen macht sie einen Bildschnitt, das heißt, sie schneidet in einer Bewegung des Schauspielers. Nun werden die Szenen provisorisch mit Klammern geheftet und zu einer großen Rolle vereinigt. Diese Rolle wandert dann auf den Klebetisch, wo die Gelatinschicht abgeschabt und das Bild sauber geschnitten wird. Nun ein bisschen Klebstoff und der Film wird in die Klebepresse eingespannt. Nach einigen Sekunden schon ist die Klebestelle trocken. Und nun kommen wir zur Wiedergabe des Tonfilms. Umgekehrt können wir jetzt mit Hilfe unserer Tonspur die Helligkeit eines Spaltbildes beeinflussen, da die größere oder geringere Schwärzung mehr oder weniger Licht durchlässt. Wir brauchen dann wieder ein Organ, welches Lichtstöße in Stromstöße umsetzt. Und das ist die Fotozelle. Ich lege eine Spannung an und lasse das Licht einer Lampe auf die Zelle fallen und messe dann den durchfließenden Strom. Wenn ich nun die Zelle verdunkle, fällt der Strom ab, sodass wir folgern müssen, der elektrische Widerstand der Fotozelle ändert sich mit der auffallenden Lichtmenge. Hier ist nun die Fotozelle in Verbindung mit unserer theoretischen Wiedergabeeinrichtung. Ganz ähnlich im Aufbau ist die Wiedergabeeinrichtung der Praxis, bestehend aus Lampe, Optik, Filmbahn und Fotozelle, welche hier eingebaut ist. Nun befinden wir uns in der Vorführerkabine eines Kinotheaters. Der Vorführer legt gerade eine Rolle in den Tonfilmprojektor ein. Hier gibt es einen wichtigen Punkt zu beachten. Das Malteserkreuz, nämlich transportiert den Film ruckweise, und zwar jeweils um den Betrag eines Bildes. Jedes Filmbild bleibt also einen Bruchteil von einer Sekunde im Bildfenster vor dem Objektiv stehen. Nun wissen wir aus eigener Erfahrung, was für ein jämmerliches Geheul selbst die schönste Grammophonplatte hervorruft,
wenn man sie mit dem Finger abbremst. Auch das Tonband muss gleichmäßig laufen und daher ist die Tonabnahme an einer Stelle des Filmlaufs angeordnet, an welcher der Film nicht mehr ruckweise, sondern kontinuierlich ist. Das ist die wichtigste Voraussetzung für jede Tonwiedergabe. Vom Projektor geht ein abgeschirmtes Kabel an den Vorverstärker und von dort an den Hauptverstärker, der nicht nur die Lautsprecher hinter der Leinwand speist, sondern auch noch den Kontrolllautsprecher in der Kabine des Vorführers. Und nun, meine Damen und Herren, gehen wir wieder zurück ins Atelier. Ich hoffe, dass Ihnen unsere Arbeit zwischen etwas vertrauter geworden ist und dass Ihnen nichts mehr von dem, was Sie sehen und hören, unverständlich erscheint. Iwailo Schmidt, der unsichtbare Filmstar. Das Buch über 100 Jahre Dresdner Filmtechnik und Kinogeschichte. Apollo Radio. Bleiben Sie anders. Was haben Dresden und Hollywood gemeinsam? Wahrscheinlich mehr als Sie glauben, denn auch die sächsische Elbmetropole hat in Sachen Kino so einiges zu bieten. Nur ist das meiste davon selbst vielen Dresdnern unbekannt. Oder hätten Sie etwa gedacht, dass der Tonfilm ursprünglich in Dresden erfunden wurde? Und das ist noch längst nicht alles. Vor kurzem besuchte unsere Redakteurin Dorit Kreller einen nostalgischen Filmabend im Kino im Kasten in Dresden und durchstöberte daraufhin die Kinogeschichte der Stadt genauer. Dabei ist sie auf Interessantes und Bemerkenswertes gestoßen. Herausgekommen ist eine spannende Zeitreise, nicht nur für Kinonostalgiker und Geschichtsfans. Apollo Radio, die ganze Welt der Filmmusik. Macht im Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. So tönte ein Schlager um 1930, als der Tonfilm gerade aufgekommen war. Ganz leicht hatte er es anfangs nicht und trat dann doch den Siegeszug durch die Kinos an. Was Dresden damit zu tun hat und warum die sächsische Metropole eine Sonderstellung in der deutschen Kinogeschichte einnimmt, erklärt der Dresdner Iwailo Schmidt. Es gab in Dresden sehr kleine Filmstudios, wie also zum Beispiel Böhner Film, was das DEFA-Trickfilmstudio dann war zu DDR-Zeiten. Aber es gab vor allen Dingen die kinotechnische Industrie. Und in den 20er Jahren war Dresden absolut die Welthauptstadt in der Kinotechnik. Denn was viele Dresdner nicht wissen, dass hier in Dresden zum Beispiel der Tonfilm entstanden ist. Hier in Dresden wurde die erste Kinomaschine nach maschinenbautechnischen Gesichtspunkten gebaut. Und hier in Dresden wurde so viel Technik produziert für die Welt, dass zum Beispiel in Paris von 28 großen Filmtheatern 22 mit Dresdner Technik ausgestattet waren. Für Schmidt ist Dresden die einstige Welthauptstadt der Kinematografie. Als ausgebildeter DDR-Kinotechniker mit Leib und Seele konnte er noch tief in die Geheimnisse einer Epoche des Kinos eintauchen, die heute längst Vergangenheit ist. Mit seinem Buch »Der unsichtbare Filmstar« gibt er einen Einblick in die Dresdner Kinogeschichte und schaut dabei vor allem hinter die Kulissen und auf die Menschen, die das Kino erst ermöglicht haben. Doch wie sahen sie eigentlich aus, die ersten Schritte hin zu den bewegten Bildern? Der staunenden Welt das sensationelle Schauspiel zu geben. Gebrüder Skladanowskis Bioskop.
Am 1. November 1895 schlug die Geburtsstunde des Kinos. Die Schaustellerbrüder Max und Emil Skladanowski zeigten im Berliner Varieté Wintergarten erstmals kurze Filmsequenzen vor einem zahlenden Publikum. Ein von ihnen entwickelter Doppelprojektor namens Bioskop machte es möglich. Gezeigt wurde damals ein 15-minütiges Programm, das aus 8 kurzen Filmstreifen bestand. Der Großteil des Publikums war begeistert und staunte. Mehrere Aufführungen vor ausverkauftem Haus folgten. Nur wenige Wochen später stellten in Paris die Gebrüder Lumière einen ähnlichen Apparat der Öffentlichkeit vor, der Cinematograph hieß und die Möglichkeiten des Bioskops sogar noch übertraf. Von nun an war die Technik der Filmvorführung in ihrem Siegeszug nicht mehr aufzuhalten. Als Sensation im Gepäck der reisenden Schausteller fanden Filmprogramme überall ihre Liebhaber, so auch in Dresden. Ein Hamburger Filmvorführer war der erste, der 1896 die lebendige Fotografie in die Elbestadt brachte. Damit war die Dresdner Vogelwiese um eine Attraktion reicher. Bunt plakatierte Schaubuden lockten die Zuschauer zum Flimmervergnügen. In der Tat waren die Bilder anfangs noch sehr zappelig. Erklärer kommentierten das Geschehen und ein Klavier oder ein Musikautomat sorgten für die musikalische Begleitung. Da die Publikumszahlen fortwährend stiegen, suchte man bald nach größeren Aufführungsorten. Zirkuszelte und Varietés waren jedoch auch nur eine Übergangslösung. Früher als in anderen deutschen Großstädten erkannte man in Dresden, dass dem Lichtspiel die Zukunft gehört. Schon 1906 hörte das Nomadendasein auf und das Kino etablierte sich. Zunächst in Form von Ladenkinos oder sogenannten Flimmerdielen. Leerstehende Läden wurden dafür mit geringem Aufwand umgebaut und boten für 50 bis 100 Zuschauer Platz. Die Vorstellungen dauerten 30 bis 60 Minuten und liefen nonstop vom Vormittag bis in den späten Abend. Größere und prunkvollere Räumlichkeiten fanden sich mit dem Umbau von Cafés, Ballsälen oder Varietés. Die musikalische Begleitung übernahm weiterhin ein Klavier oder, wenn es der Platz erlaubte, sogar ein ganzes Orchester. Hin und wieder engagierte man zudem Schauspieler als Filmerklärer, bis 1910 schließlich Untertitel eingeführt wurden. Im gleichen Jahr entdeckte auch die Adlige Gesellschaft die mittlerweile zahlreichen Dresdner Filmtheater als Abendunterhaltung. Nach und nach verdrängten die Kinopaläste die kleinen Ladenkinos. Stattdessen kamen Kino-Neubauten hinzu. In den goldenen 20ern erreichte die Ära der Lichtspielpaläste in Dresden ihren Höhepunkt. Ein Kinobesuch wurde zum Hauptvergnügen für die gesamte Bevölkerung. Entsprechend waren die Eintrittspreise gestaffelt. Weitere Kino-Um- und Neubauten sollten die wachsende Nachfrage decken. Auch die Dresdner Schauburg eröffnete in jenen Jahren als erstes freistehendes Filmtheater. Und sie verfügte noch über eine andere Besonderheit, eine Original-Dresdner Kinoorgel, die für das Vorprogramm sogar bis in die 60er Jahre bespielt wurde. Auf den Flügeln bunter Träume fliegt mein Lied durch die Welt, vom Broadway bis in die Sterne. Auch wenn Berlin die Hauptstadt der UFA und des deutschen Films blieb, erlebte Dresden zwischen 1930 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs etwa 40 Filmpremieren. Während des Krieges herrschte an den Dresdner Kinokassen weiterhin Hochkonjunktur, vor allem bei den Unterhaltungsfilmen. Bis Anfang Februar 1945 hatten die Dresdner die Möglichkeit, sich in die Scheinwelt des Films zu flüchten. Dann wurden alle Filmtheater der Stadt vorübergehend geschlossen. Wenige Tage später fielen die meisten von ihnen dem Bombeninferno zum Opfer. Doch schon kurz nach Kriegsende wurde der Spielbetrieb in den Kinos, die nicht zerstört waren, wieder aufgenommen. Allerdings gehörten in den ersten Nachkriegsjahren ein Regenschirm und im Winter Decken und Kohlen gegen die Kälte zum Kinobesuch dazu. Dresden wäre wohl kaum Welthauptstadt der Kinematografie zu nennen, ohne Heinrich Ernemann, den Urvater der Dresdner Kinotechnik. Ab Ende des 19. Jahrhunderts produzierte seine Firma auf der Schandauer Straße fotografische Apparate. Als guter Geschäftsmann erkannte Ernemann frühzeitig, dass die Zukunft den bewegten Bildern gehörte.
Ohne Heinrich Ernemann gäbe es heute wahrscheinlich gar kein Kino, zumindest was den Namen betrifft. 1903 stellte die Ernemann AG nämlich ihre erste Filmkamera vor und nannte sie schlicht Kino. Dies war übrigens nicht der einzige Begriff, der in Dresden geprägt wurde. Auch die Entwicklung eines Kinoaufnahmegeräts mit dem Namen Zeitlupe stammt aus dem Hause Ernemann. 1909 folgte dann der Verkaufshit schlechthin. Mit dem Stahlprojektor Imperator kam eine revolutionäre Kinomaschine auf den Markt, die robust und erstmals auf Dauerbetrieb ausgelegt war. Nicht nur in Paris schätzte man die hervorragende Qualität. In den 20er Jahren galten die Ernemann-Geräte als die zuverlässigsten und am weitesten entwickelten in der Branche. Wiederum ist uns ein Geheimnis entdeckt, der Tonfilm. Im Unrecht ist, wer sagt, ich glaube überhaupt nicht an den Tonfilm. Wir stehen erst im Anfang. Und welches Wunder der Technik wäre gleich im Anfang vollkommen gewesen. Als Ende der 20er Jahre der Tonfilm aufkam, bedeutete das eine Revolution für das Kino, die zunächst aber auch auf Skepsis stieß. So fürchteten Kinomusiker zu Recht um ihre Arbeit und Theaterbesitzer das finanzielle Risiko. Doch der Durchbruch war nicht aufzuhalten. 1927 hatte der erste abendfüllende Spielfilm in den USA Premiere. 3 Jahre später gelang der UFA mit dem Blauen Engel bereits der erste durchschlagende Tonfilmerfolg und machte Marlene Dietrich über Nacht zum Star. Die Ursprünge der revolutionären Technik liegen allerdings nicht, wie man meinen könnte, in Hollywood, sondern in Deutschland. Genauer gesagt in Dresden. Schon früh hatte es hier Versuche gegeben, Filme mit einem Grammophon zu synchronisieren. Das sogenannte Nadeltonverfahren kam Mitte der 20er Jahre auch in einigen Dresdner Kinos zum Einsatz, konnte sich aber nicht durchsetzen. Es blieb das Problem der schwierigen Synchronisation. Die Lösung dazu lieferte der Lichttonfilm. Bei diesem Verfahren wird eine optische Tonspur neben die Bilder auf denselben Filmstreifen kopiert. Kinoexperte Ivalo Schmidt bedauert, dass Dresden als Wiege des Tonfilms völlig in Vergessenheit geraten ist. Dabei sei Heinrich Ernemann der eigentliche Erfinder dieser Technik. Schon 1922 war dieser nämlich an der Entwicklung eines Lichttonteils für eine Kinomaschine beteiligt. Pech war nur, dass das Projekt dann aus wirtschaftlichen Gründen auf Eis gelegt werden musste. So ging der Ruhm letztlich an die Berliner Triergon-Gruppe, ein Erfindertrio, das die Idee 3 Jahre später tatsächlich umsetzte und dabei auf Ernemanns Erfahrungen aufbaute. Kinogeschichte schrieb Dresden nicht nur wegen seiner Lichtspieltheater und der innovativen Kinotechnik. In der Elbmetropole wurden auch Filme gedreht. Schließlich gingen die Produktion von Aufnahmetechnik und die Herstellung von Filmen in den Anfangsjahren Hand in Hand. Der Verkauf von eigenen Filmen wurde für die Ernemann AG zum wichtigen Erwerbszweig. Außerdem entdeckte man schon damals den Film als Werbemittel. Doch auch einfache, stumme Spielfilme entstanden in Dresden. Saxonia-Film zum Beispiel drehte 1920 Der Geiger von Meißen mit Erich Ponto in der Hauptrolle. Ein regelrechter Boom der Dresdner Filmbranche eröffnete sich dann mit dem wachsenden Bedarf an Werbefilmen Mitte der 20er Jahre. Viele kleinere Filmstudios wurden damals gegründet. Ihre Bedeutung blieb jedoch auf den lokalen Raum beschränkt. Kilometer. Dabei geht das schon 1 Stunde in diesem Tempo. Schadet das dem Wagen nicht? Keine Angst. Pass mal auf, was wir jetzt sogar noch für Reserven drin haben. 125, 130, 135. Das ist ja großartig. Weitaus erfolgreicher war die 1926 gegründete Reklamefilmfabrik Böhner Film im Stadtteil Gorbitz. In den 30er und 40er Jahren wurden hier Werbefilme für die deutsche Wirtschaft produziert, die bereits mit verschiedenen Trickfilmtechniken arbeiteten. Aber auch Kultur-, Lehr- und Propagandafilme waren sehr gefragt. Viele Kameramänner, die später die erste Generation der DEFA bilden sollten, lernten bei Böhner Film ihr Handwerk. Nach Kriegsende zog die Firma nach Oberfranken. Doch das Aus der Dresdner Filmproduktion war nur vorläufig. Die DEFA gründete auf dem Gelände eine Außenstelle für populärwissenschaftlichen Film, die bis 1954 betrieben wurde. Musik.
dann. Am 1. April 1955 zog das DEFA-Studio für Trickfilme ein. Der Start einer kleinen, hochmotivierten Filmcrew war von wenig Filmerfahrung, dafür umso mehr Enthusiasmus und viel Improvisation begleitet. Mit einfachsten Mitteln entstanden bald wunderschöne und liebevoll gestaltete Animationsfilme. Du Teufel, wirst du wohl die Pfannkuchen rausgeben? Was soll denn nur unsere Oma von uns sagen? Da hast du einen. Wer kennt ihn nicht, den kleinen Teufel, der zu viele von Omas Pfannkuchen genascht hat? Alarm im Kasper-Theater von 1961 avancierte schnell zum Publikumsliebling. Der Erfolg der Filme sprach für sich. Die Produktionsstätten mussten nach und nach ausgebaut werden. Anfang der 60er Jahre kam zum Beispiel ein Tonstudio in Dresden-Gittersee hinzu. Die Zahl der Mitarbeiter und der produzierten Filme wuchs ständig. In den 80er Jahren waren es schließlich 240 Angestellte und 60 Filme im Jahr. Das DEFA-Trickfilmstudio war damit Deutschlands größter Produktionsstandort für Animationsfilme. Hallo, das ist ein Siegerkranz. Vor euch steht eine Berühmtheit. Na und? Ich kenne schon viel zu viele Leute. Aber ich bin doch der berühmte Alexander. Ich bin der Sieger von Kätschenreuth. Du meinst Hutschenkutschenreuth, hm? Nur die Ungebildeten sagen so. Einem Siegerpferd steckt man pfundweise Würfelzucker. Wie oft hast du denn in Hutschenkutschen-Dings da gesiegt? Einmal. Und wer einmal siegt, der ist ein Siegerpferd für das ganze Leben. Einmal? Ein Knochen reicht auch nicht für das ganze Leben. So ein großes Horse wie mich, das hat man einfach zu achten. Ist das clear? Abendfüllende Trickfilme waren bei der DEFA eher selten. Einer von ihnen gehört heute zum Standardprogramm der Dresdner Filmnächte am Elbufer. Die Fliegende Windmühle von 1981 ist ein Kultklassiker, nicht nur für Kinder. Leider überlebte das Trickfilmstudio die Wende nur kurze Zeit. Am 30. Juni 1992 schloss es für immer seine Pforten. Meine lieben, netten, Grünknöpse. Adi! Während in Gorbitz die Filmproduktion blühte, konnte die Dresdner Kinolandschaft nicht an die Vielfalt der 30er und 40er Jahre anknüpfen. Viele Lichtspieltheater wurden geschlossen. Schließlich brachte das Fernsehen das Kino nun quasi ins Wohnzimmer. Die DDR-Führung sah das Lichtspielwesen als kulturpolitische Institution, nicht zur Unterhaltung, sondern zur Erziehung der Bevölkerung. Die Kinos wurden verstaatlicht und ihre Organisationsstrukturen zentralisiert. Jeder Bezirk der DDR hatte eine Bezirksfilmdirektion. Von dort aus geschah die politisch korrekte Koordination des Filmtauschs über den Progress Filmverleih, der sich außerdem um die Kinowerbung kümmerte. Doch auch wenn die Zahl der Filmneuheiten mit 130 im Jahr weit hinter den rund 1000 jährlichen Fernsehpremieren stand, wurde das Kino nicht vernachlässigt. Man konzentrierte sich nun besonders auf das jüngere Publikum, das immerhin 70% der Kinozuschauer ausmachte. So gab es ein Kinderfilmfestival, Kinderfilmclubs in verschiedenen Städten und sogar spezielle Vorstellungen für Kindergartengruppen ab 3 Jahren. Aber auch für die Erwachsenen waren Sonderprogramme vorgesehen, wie Wunschfilmveranstaltungen oder Familienvorstellungen. Durch die Subventionierung der Eintrittspreise wurde das Kino allerdings zum Verlustgeschäft. An einen Um- oder Neubau von Filmtheatern war also kaum zu denken. Dresden, Oktober 1972. Eröffnung des neuen Filmtheaters Prager Straße. Einzige Ausnahme war 1972 die Eröffnung des Rundkinos auf der Prager Straße mit seiner eigenwilligen Architektur. Der große Saal des Rundbaus bot ca. 1000 Zuschauern Platz. Als Erstanspielhäuser waren Schauburg und Rundkino übrigens die einzigen klimatisierten Kinos der Stadt. Doch es gab noch eine andere Besonderheit in dem Neubau. Erstmalig und in aller Form wird den Amateurfilmschaffenden der Republik die kleine Bühne als Amateurfilmkino zur Nutzung übergeben. Ein jahrelanger Wunschtraum ging in Erfüllung. Der kleine Saal des Rundkinos sollte dem Laienfilm gehören, der in Dresden schon immer eine wichtige Rolle spielte. Ein zur Eröffnung gedrehter Dokumentarfilm macht die Freude der Amateurfilme deutlich.
Doch sie währte nicht lange. Im letzten Moment wurde die Entscheidung gekippt. Der Amateurfilm war den staatlichen Kontrollorganen schlichtweg suspekt. Iwailo Schmidt stieg Anfang der 80er Jahre als Teenager ins Dresdner Kinogeschehen ein. Auf der Suche nach einem neuen Hobby kam er zum semiprofessionellen Film. Im Betriebsfilmstudio der Kamera- und Kinowerke Pentacon, also auf dem Gelände der ehemaligen Ernemann AG, übernahm er das Tonstudio. Hier wurden Werbefilme und Dokumentationen für die Wirtschaft gedreht. Die Arbeit der Filmleute erfolgte vollkommen unentgeltlich, dafür bekam man bezahlten Urlaub im Betrieb. Iwailo Schmidt war zu dem Zeitpunkt noch Schüler. Auch als er wenig später seine Ausbildung als Kinovorführer bei der Bezirksfilmdirektion Dresden abschloss. Den A-Schein in der Tasche schmiss er die Schule und übernahm gleich zwei Jobs. Als Mädchen für alles in der Dresdner Uniklinik und als Filmvorführer in den Parklichtspielen auf dem Weißen Hirsch. Doch so ein berufliches Doppelleben konnte in der DDR manchmal auch ganz hilfreich sein. Weil nur zwei Kopien pro Filmtitel und Bezirk vom Progressverleih zur Verfügung gestellt wurden, hatten kleinere Kinos bei Kassenschlagern oft das Nachsehen. Da musste man manchmal schon ganz schön erfinderisch sein. Deswegen haben wir dann manchmal Initiative ergriffen und haben Filme gependelt. Ich war zum Beispiel in den Parklichtspielen und im Rundkino lief der Film Das fliegende Auge. Und unser Theaterleiter hatte einen alten 311er Wartburg. Und während der erste Akt lief in den Parklichtspielen, dann ging der 311er Wartburg kaputt zwischen Rundkino und Parklichtspiele. Und da kam natürlich der Vorteil zu passen mit meinem Doppelleben. Da habe ich nämlich in der Uniklinik angerufen, habe gesagt, bitte, wir brauchen Krankenwagen. Und dann wurde dieser Film mit Sondersignal transportiert. Das ging in DDR-Zeiten. In der DDR gab es eine zentrale Filmschule. Sie war die einzige ihrer Art und befand sich in Langenau mitten im Erzgebirge. Eine geheimnisumwitterte Schule, wie Iwailo Schmidt es ausdrückt, die auch zu DDR-Zeiten kaum jemand kannte. Das war wie eine Welt für sich. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Fame gesehen haben, Der Weg zum Ruhm, der von dieser amerikanischen Kunst-Highschool berichtet. So ähnlich müssen Sie sich die Filmschule in Langenau vorstellen. Dort wurden Tontechniker, Theaterleiter ausgebildet, Spieltruppleiter für den Landfilm und natürlich Facharbeiter und Meister auf dem Gebiet der Filmtechnik. Dieses Personal ging dann in unterschiedlichste Bereiche, zum Beispiel ins DEFA-Synchronstudio oder ins DEFA-Kopierwerk sowie in den ganzen Kinobereich und natürlich auch in die DEFA-Aufnahmestudios. Schmidt war einer der wenigen Filmschüler, die dort in zwei Jahren zum Facharbeiter für Filmtechnik ausgebildet wurden. 1989 sollte sich ein Studium als Amateurfilmstudioleiter an der Berliner Filmhochschule anschließen. Doch dazu kam es nicht mehr. Mit dem Ende der DDR veränderte sich auch das Kinowesen. Die Dresdner Kinos wurden an private Investoren verkauft, kleinere Häuser mussten schließen oder fielen dem Umbau zur Supermarktfiliale zum Opfer. Das Zeitalter der Multiplex-Kinos und der Digitalisierung brach an. Aus den Glanzzeiten des Kinos der 20er bis 40er Jahre stehen heute nur noch die Schauburg und das Programmkino Ost. Dennoch hat sich Dresden seine Sonderstellung bewahrt. Engagierte Kinomacher haben dem Multiplex-Boom zum Trotz eine einzigartige Programmkinoszene etabliert, die in Deutschland ihresgleichen sucht und bereits mehrfach preisgekrönt wurde. Das Internationale Filmfestival für Animations- und Kurzfilm gehört inzwischen zu den bedeutendsten seiner Art in Europa. Und die Filmnächte am Elbufer sind als größtes Film-Open-Air Deutschlands der alljährliche Höhepunkt im sommerlichen Kulturangebot der Stadt. Ende 2008 wurde das seit der Flut geschlossene Rundkino wieder eröffnet und bereichert nun mit einem großen 3D-Saal die Dresdner Kinolandschaft um eine weitere Dimension. Wer einmal im Film, im Kino drinne gesteckt hat, der hat es einfach nicht sein lassen. Sie sehen es an meiner Person. Iwailo Schmidt hat sich beruflich inzwischen für die Medizin entschieden und arbeitet als Heilpraktiker. Dennoch lässt ihn das Kino nicht los. In seiner autobiografischen Erzählung Der unsichtbare Filmstar schildert er sehr persönliche Erlebnisse.
Gleichzeitig macht er detailliertes technisches Fachwissen nachvollziehbar, das in Vergessenheit zu geraten droht. Es ist ein Buch über die Liebe zum Kino, in einer Epoche, die unwiederbringlich der Vergangenheit angehört. Eine Hommage also an die gute alte Zeit des Kinos. Dresdner Kinogeschichten vom vergessenen Glanz einer Kinostadt, ein Beitrag von Dorit Kreller. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, tiefer in die Kinogeschichte einzutauchen, dann sei Ihnen die Sonderausstellung über die Heinrich Ernemann AG in den Technischen Sammlungen Dresden ans Herz gelegt. Diese läuft noch bis zum 29. März. Im Rahmen der Ausstellung hält Iwailo Schmidt am 26. März 19 Uhr einen Vortrag zum Thema Entwicklung der DDR-Kinolandschaft von 1945 bis 1989.